Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde heute ein Diamond Painting Kit von Diamond Art Club unboxen. Und zwar wird es dieser Tiger sein mit eckigen Steinchen. Das zeige ich euch gleich nochmal genauer, aber ich packe es erstmal aus. So, hier haben wir jetzt erstmal alles, was in dem Kit enthalten ist. Hier die Leinwand, die schauen wir uns später an, genauso wie die Steinchen. Wir wollen uns jetzt erstmal anschauen, um welches Motiv es sich denn überhaupt handelt. Dazu habt ihr hier zwei Sticker. Die könnt ihr verwenden, entweder um ja, das fertige Bild dann in eurem Logbuch festzuhalten, oder viele benutzen das ja auch, um ihre Boxen zu sortieren, weil man das ganz einfach oben drauf kleben kann und dann ja sofort auf einen Blick sieht, um welches Kit es sich handelt. Ja, also könnt ihr einsetzen, wie ihr wollt. Und hier zusätzlich sind nochmal alle wichtigen Daten aufgeführt. Hier seht ihr das Bild nochmal in groß. Es handelt sich also um den Tiger hier, passend zum Jahr des Tigers 2022. Das war jetzt nicht der Grund, warum ich mir dieses Bild geholt habe, aber ja, das könnte vielleicht ein Grund sein, warum es für euch interessant ist. Und genau, hier oben seht ihr den Titel, Tiger Watercolor heißt das. Und auf die Gefahr hin, dass ich den Namen jetzt falsch ausspreche, das Kunstwerk selbst ist von Konstantin Kalinin. Ja, was gibt es noch zu sagen? Das Bild ist 54,4 cm mal 73,3 cm groß und hat, wie wir hier sehen, 36 Farben. Wir können bei der Legende auch schon ablesen, dass eine AB-Farbe vorhanden sein wird. Also eine Farbe, die auf der Oberfläche sehr ja, farbenfroh glänzt. Das kann ich euch dann aber einfach nochmal zeigen. Und genau. Zusätzlich hier gibt es noch, falls ihr ganz neu seid, beim Diamond Painten eine Step-by-Step-Einleitung. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Hier hinten ist auch noch ein Rabattcode, den ihr dann bei eurer nächsten Bestellung einlösen könnt. Und dann haben wir hier noch das Toolkit. Da ist alles enthalten, was ihr zum Diamond Painten braucht. Einmal eine Pinzette. Eine sehr gute Pinzette mit Schoner. Das haben leider einige Firmen nicht mehr, was ich sehr schade finde. Die Pinzette ist übrigens nur bei Kits mit eckigen Steinen vorhanden. Wenn ihr also ein Kit mit runden Steinen bestellt habt, dann ist die nicht mit dabei. Also nicht wundern, falls die dann fehlt. Dann habt ihr hier einen Standardstift dabei, hier in Blau. Und einen entsprechenden Schoner, den ihr dann hier oben drauf machen könnt, damit ja, sich der Stift besser hält. Und dazu gibt es auch einen Mehrfachaufsatz. Ich dachte mal, dass da zwei enthalten sind. Hier ist nur einer enthalten. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Das dürfte ein Vierer sein, vermute ich mal. Genau, den könnt ihr dann auch einfach anstelle dieses Einfachaufsetzers verwenden. Dann haben wir noch ein durchsichtiges Schiffchen, mit denen arbeite ich sehr gern. Zweimal Herzwachs, was ich auch sehr gern benutze. Und eine Menge Tütchen, in denen ihr eure Steinchen abfüllen könnt. Ihr könnt direkt daraus arbeiten oder das nur zur Aufbewahrung nutzen. Auf jeden Fall habt ihr genug für alle Steinchen. Gut, schauen wir uns als nächstes das Bild selbst an. Ja. Also ich bekomme es hier leider nicht komplett drauf. Das geht hier noch ein kleines Stückchen weiter. Aber ich denke, das Gröbste könnt ihr sehen.
Also ich finde das Bild wunderwunderschön. Es ist leider schon ziemlich dunkel geworden, deswegen musste ich die Lampe anmachen. Und deswegen, ja, reflektiert das hier ein bisschen. Aber ja, wie gesagt, ich denke, ihr könnt trotzdem genug sehen. Ja, zuerst mal allgemein noch zur Leinwand, was zu sagen ist. Also hier und auch auf der anderen Seite hier unten habt ihr nochmal die Legende mit allen Steinchen. Und ganz hier unten habt ihr nochmal alle wichtigen Informationen zu dem Bild, sowie auch hier nochmal einen Gutscheincode mit 10% Rabatt, den ihr alternativ zu dem in dem kleinen Heftchen auch für die nächste Bestellung anwenden könnt. Genau, was zur Leinwand zu sagen. Das Material ist sehr weich. Ja, viele sagen so ein bisschen flauschig, wer sich was darunter vorstellen kann. Und der Druck ist tatsächlich sehr klar. Falls ihr euch wundert, dass ich das jetzt einfach so erzähle, ohne jetzt lang groß drauf geschaut zu haben, ist, dass die Bilder von Diamond Art Club generell immer, ja, einen Top-Druck haben, die Leinwand immer wirklich hochwertig und gut ist. Deswegen reicht hier ein Blick, um zu sehen, dass sich das nicht geändert hat. Tja, ich denke, jeder, der so ein Bild mal zu Hause hatte, wird das bestätigen. Aber ich werde euch trotzdem hier mal noch gleich ein kleines Video einblenden, in dem ihr noch mal ganz genau den Druck anschauen könnt, dass ihr euch auch davon überzeugen könnt, dass der wirklich fabelhaft ist. Ja, was das Motiv selbst angeht, muss ich sagen, dass ich unglaublich zufrieden bin. Ich persönlich finde es immer ein bisschen schwierig, dass Diamond Art Club eher zu kleineren Größen geneigt hat. Mittlerweile hat sich das auch schon wieder ein bisschen gebessert und dafür ein paar Details eingespart hat, was mir persönlich nicht ganz so gefallen hat. Aber bei diesem Bild finde ich, dass wirklich viele Details vorhanden sind. Und ja, ich jetzt auch nicht noch mehr Details bräuchte, damit das Bild am Ende für mich wunderschön werden könnte. Genau. Ich würde sagen, wir schauen uns die Farben an. So, das sind die Farben. Und es glitzert jetzt schon so sehr. Ja, also was sofort ins Auge springt, ist natürlich die 5200, die wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal haben. Also 11 Tüten 5200, also weiß. Gut, ja, das war jetzt zu erwarten, da ja der komplette Hintergrund weiß ist. Ja, wird auf jeden Fall spannend, weil weiß nicht so einfach unbedingt mit dem Mehrfachaufsetzer zu bearbeiten ist. Ich mache es trotzdem manchmal, aber ja, wenn es dann schief wird, dann sieht man das schon schneller als bei dunkleren Farben. Deswegen kann es sein, dass die Bearbeitung etwas länger dauert als gewöhnlich. Aber ich überlege gerade vielleicht auch, ja, was bisschen Verrücktes zu machen und all diese weißen Steine durch AB-Steine zu ersetzen. Aber das ist nur eine Überlegung. Ich denke, das Bild wird auch so wunderschön. Weil die Steinchen sind auch von Diamond Art Club wirklich hochwertig und da braucht man sich keine Sorgen machen, dass unglaublich große Lücken entstehen würden und das nicht toll aussehen würde. Genau, was haben wir hier noch? Wir haben ja dunkle Brauntöne, Grau und hier auch Schwarz, die 310. Ja, viele fürchten sich ja vor der 310. Ich muss sagen, gerade bei Diamond Art Club ist die 310 eine meiner Lieblingsfarben,
weil die sich tatsächlich wunderschön setzen lässt. Die passen einwandfrei aneinander. Und ja, meine Meinung ist, bei Diamond Art Club braucht man sich keine Sorgen um die 310 zu machen. Hier haben wir jetzt noch die Beige- und Orangetöne, damit es natürlich ein Tiger werden kann. Und hier haben wir unsere AB-Farbe, die 141. Zoom gerade nicht gut ran, aber ich denke, na komm so. Ich blende euch einfach nochmal ein Video ein, damit ihr das schöner seht. Gut, jetzt hat es ein bisschen fokussiert, aber ich blende euch noch ein Video ein. Da könnt ihr sehen, dass die Oberfläche in sehr vielen anderen verschiedenen Farben funkelt als nur das zugrunde liegende Weiß. Und ja, deswegen sind sie sehr beliebt und es macht unglaublich viel Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Und ja, man kann damit tolle Akzente setzen, dass sozusagen auch der Blick dann auf diese Stellen gerichtet wird, wenn man das Bild komplett sieht. Und da werden wir dann auch noch mal kurz schauen, an welchen Stellen des Bildes das der Fall ist. Aber erstmal weiter mit den anderen Farben. Haben wir wieder Grau und Beige und etwas Braun. Und hier hinten haben wir Pink für die Nase, vermute ich mal. Das wird auch ein sehr schönes Feld zum Bearbeiten. Und zuletzt hier auch noch ein paar Brauntöne und Grau. Nochmal ein sehr dunkles Grau und auch noch ein helles Beige. Ja, also alles eher natürliche Farbtöne. Man kann jetzt hier nicht viel Buntes erkennen, was aber auch natürlich logisch war bei der Auswahl des Motivs. Aber ich freue mich schon richtig drauf, damit zu arbeiten. Das wird ein tolles Finish ergeben. Gut, schauen wir mal, wo wir unsere AB-Farbe finden können. Also der Hintergrund, wie gesagt, enthält keine AB-Farbe. Das ist vollständig die 5200 Knoten in der Zunge. Wir finden sie allerdings hier in den Schnurrhaaren des Tigers und hier überall bei diesen weißen Sprenkeln. Sowie in den Augen als kleines Highlight und auch hier oben in den Ohren. Ja, also finde ich tatsächlich, dass die AB-Steine sehr gut eingesetzt sind. Kann ich mir richtig schön vorstellen, dass das gut aussehen wird. Ja, ob das dann tatsächlich sinnvoll ist, den Hintergrund mit AB-Steinen zu ersetzen und ob sich das dann nicht ein bisschen aushebelt, sozusagen hier mit den Akzenten, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber da werde ich dann einfach mal schauen, ob ich das mache oder nicht. Ihr könnt auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr die AB-Steine, die 5200 als AB-Steine ersetzen würdet oder ob ihr das einfach so painten würdet, wie es vorgegeben ist. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Aber ja, wir werden sehen. Genau, also das war es auch schon im Großen und Ganzen zu diesem Bild. Ich hoffe, dass falls ihr überlegt, euch das zu kaufen, ich euch ein bisschen eine Hilfe sein konnte, dass ihr sozusagen jetzt einen Überblick habt, was euch genau erwartet. Ja, schreibt gerne eure Meinung zu dem Bild in die Kommentare oder ja, auch alles andere, was euch bewegt zu diesem Bild, zum Diamond Painten allgemein. Und ich würde sagen, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!